Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Stirb langsam Teil 5, ein guter Tag zum Sterben von Regisseur John Moore. Der fünfte Teil ist natürlich auch wieder mit Bruce Willis und er schlüpft wieder in die altbewährte Rolle John McClane. Doch er hat jugendliche Unterstützung, denn Willis ist ja nicht mehr der Neueste. Sein Sohn John McClane Jr., gespielt von Jay Courtney, steht ihm zur Seite und wieder geht es darum, die Welt vor Terrorismus und dem Bösen zu retten. Der Film, und das ist die erste große Neuerung, spielt nicht in Amerika, sondern in Moskau und in Tschernobyl. Es gibt einen Vater-Sohn-Konflikt in dem Film. Der Vater, John McClane, versteht sich mit seinem Sohn nicht mehr gut. Sie haben lange gar keinen Kontakt gehabt. Und nun erfährt er, dass sein Sohn in einem Gefängnis in Moskau einsitzt. Und er möchte ihn befreien. Doch wenn er dort ist, erfährt er schnell, dass dort etwas ganz anderes noch im Spiel ist. Nämlich, der Sohn ist ein amerikanischer Spion. Und es geht um waffenfähiges Uran. Und es geht um einen Milliardär, Komarov. Der Russe wird natürlich traditionell von einem Deutschen, von Sebastian Koch, gespielt. Und es geht natürlich um eine atomare Bedrohung, die John McClane verhindern muss. Man kann ganz klar sagen, dass Stirb langsam Teil 5 der schwächste, mit Abstand der schwächste Film dieser Reihe ist. Und das hat ganz klare Gründe. Man braucht sich nur einmal anzusehen, was diese Reihe eigentlich ausmacht. Und man wird in dem neuen Film fast nichts mehr davon finden. Teil 1 war ja zunächst mal deshalb spannend, weil es eine räumliche Beschränkung gab. Alles spielte in diesem Firmenkomplex, in dem John McClane sich dann irgendwie etwas basteln muss, um Leute dort, die Geiseln, zu retten. Und dieses Handwerkliche, das ist das, was John McClane ausmacht. Er trägt ja nicht umsonst so oft Unterhemd, übrigens nicht in seinem neuen Film. Deshalb, weil er ein Vertreter der Working Class ist. Und das ist immer diese Opposition in den Filmen zwischen Working Class und Upper Class. Und die werden natürlich von denen vertreten, die in Kalifornien in diesem Gebäude sitzen. Da sieht er, da werden Rolex getragen, da wird gekokst, da sind Börsenspekulationen. All das ist John McClane suspekt. Er glaubt an die ehrliche, einfache Arbeit. Und dann ist noch diese Opposition mit dem intellektuellen Europa. Dafür stehen immer die Verbrecher. Sie haben Zitate aus der Weltliteratur zur Hand. Sie kennen noch ihren Beethoven und ihren Schubert und spielen ihn nicht einfach in einer Endlosschleife im Soundtrack ab. Diese Opposition ist ganz wichtig. Hier geht es wirklich um den amerikanischen Pragmatismus, den Arbeiter, der durchgreifen kann. Und dieses Dekadente, das ist eigentlich das, was die Welt gefährdet. So sieht es zumindest John McClane und so handelt er dann auch entsprechend. Und das Spannende ist, dass auch der Körper entscheidend ist von John McClane. Und da ist Bruce Willis wirklich die Idealfigur, weil der Körper ja wirklich malträtiert wird in den anderen Filmen. Auch leider nicht in dem fünften Teil. Da steigt er eigentlich so durch die Szenen durch und gar nicht passiert und es passiert ihm gar nicht so viel, während er sich in den anderen Teilen immer wieder zusammenflicken muss. Und da geht es wirklich darum, wie kann ein Körper, ein Arbeiterkörper noch in einer technisierten, ja digitalisierten Welt bestehen. Das ist also immer eine Fortschrittskritik implizit. John McClane weigert sich ja auch dann in Teil 2 und 3 überhaupt ein Autotelefon zu benutzen. Das ist aber ganz klar seine Absicht und auch seine Kritik gegenüber den Medien wird überdeutlich. Man hat ja immer einen Zwist mit den Journalisten und hier sind wir auch bei einer gewissen Ambivalenz dieser Filme, denn diese Medienkritik, die dort geäußert wird, dass die Medien nach großen, spektakulären Bildern giert und jedes Mittel recht ist, das liefert natürlich auch der Film. Der Film liefert eigentlich immer die Bilder, die er gleichzeitig kritisiert. Aber diese Ambivalenz geht noch sehr viel weiter. Ambivalenz deshalb, weil man meint hier auf den ersten Blick einen knallharten Actionfilm zu sehen. Aber es gibt dann noch eine andere, eine tiefere Grundstruktur bei diesen Filmen. Denn eigentlich sind es Familienfilme. Teil 1 und 2 haben ja nur das Ziel, gemeinsam ein friedliches Weihnachtsfest zu feiern. John McClane möchte mit seiner Familie ein schönes Fest erleben und hat vorher halt noch einiges zu tun. Im dritten Teil,
da ist John McClane ein bisschen vom Wege abgekommen. Da ist er nicht mehr der gute Familienvater. Er muss erstmal seinen Rausch ausnüchtern und vor allem muss er seine Ehekrise irgendwie kitten. Am Ende des Films ruft er seine Frau an. Im vierten Teil gibt es einen Vater-Tochter-Konflikt. John McClane ist nicht bereit, seine Tochter ins Leben zu entlassen, auch ihr zugestehen, dass sie sich vielleicht für einen Mann interessiert. Das muss er lernen. Deswegen muss er diese harte Actionprobe bestehen, um am Ende ein weiser Familienvater zu sein. Und im fünften Teil ist der Familienkonflikt überdeutlich, der Vater-Sohn-Konflikt. Und es wird das private Glück auch hier angestrebt. Und dann gibt es dann ganz, ja, fast zärtliche, berührende Szenen, wenn John McClane zu seinem Sohn sagt, macht Spaß mit dir zusammen, ist schön mit dir, Jack, ich hab dich lieb. Du weißt, dass ich für dich da bin. Und das ist überhaupt nicht ironisch gemeint. Es geht hier wirklich darum, eine schöne, einfache Familienstruktur wiederherzustellen. Und der Zuschauer bekommt auch damit gesagt, egal was gleich explodiert, was geschehen wird, eigentlich passiert nichts. Am Ende geht es wieder in den Hafen der Familie zurück. Und das Spannende, und das ist vielleicht ein Zeichen unserer Zeit an den Filmen, ist, dass hier der Normalzustand, also das Familienglück, dass die Kinder normal groß werden, dass die Ehe funktioniert, das wird zur Ausnahme. Und der Ausnahmezustand, die Explosion und all diese Ballerei, das wird zum Normalzustand. Und darauf sollen sich auch die Bürger im Film vorbereiten. Sie sollen ihre Handys hergeben, ihre Autos, sie sollen sich darauf einstellen, dass nun ein Ausnahmezustand herrscht. Und das ist nun einfach so. John McClane muss durchgreifen. Es gibt also hier diese Ambivalenz, dass zum einen Action geboten wird, dass zum einen ein Ausnahmezustand hier beschrieben wird, der aber sich längst schon als etwas Normales herausstellt. Der eigentliche Ausnahmezustand, das ist das private Familienglück. Bleiben wir bei der Ambivalenz. Man erinnert sich ja an die Debatten, die wirklich jährlich wieder aufkochen, wenn das Fernsehen die Stirb-Langsam-Reihe ausgerechnet zur Weihnachtszeit ausstrahlt. Da gibt es immer viele, die empört sind, warum muss unbedingt so ein grausamer Film zur Weihnachtszeit gezeigt werden. Doch man könnte mal fragen, ob nicht tatsächlich diese Reihe ideal in die Weihnachtszeit passt. Vielleicht sind das wirklich Weihnachtsfilme par excellence. Denn was macht John McClane hier? Er tut eigentlich diese kleine gute Tat, die von uns in Predigten zur Adventszeit eingefordert werden, um dann in aller Ruhe mit einem reinen Gewissen mit seiner Familie das Weihnachtsfest begehen zu können. Ganz ähnlich ist es auch bei dem recht idiotischen Film mit Arnold Schwarzenegger, Versprochen ist versprochen. Auch der hat eine Stirb-Langsam-Dramaturgie. Da muss ein Spielzeugfigürchen für den Sohn besorgt werden und schnell wird mal die Welt aus den Angeln gehoben, um am Ende das Weihnachtsfest in Ruhe begehen zu können. Also wir haben wirklich eine Weihnachtsdramaturgie in dieser brutalen Stirb-Langsam-Reihe. Aber sehen wir auch die Ambivalenz der Figur von John McClane. Denn zum einen ist er ein Systemstörer, der von seinen Vorgesetzten missachtet wird, der auch nicht auf seine Vorgesetzten hören will, der seinen eigenen Kopf riskiert, der einfach das tut, was er glaubt, was gerade richtig ist. Und er möchte überhaupt nicht sich weiter mit irgendwelchen Gedankenspielen auseinandersetzen. Er will hart durchgreifen. Und dann ist es immer die Institution, die ihn eigentlich bremst. Da hat er mal ein U-Bahn-Ticket nicht gezogen und soll verhaftet werden. Da ist eine Telefonzelle besetzt, ein Anruf, der Leben kosten könnte. All das steht John McClane immer im Wege, doch letztlich wird genau diese strenge Ordnung gefeiert und gefestigt am Ende des Films. Am Ende geht es genau darum, wieder diesen Zustand der Ordnung, gegen die man zunächst im Film angekämpft hat, wiederherzustellen. Und so dachte ich an Lenin, denn der wird ja im vierten Teil zitiert. Wenn es da um die Börsianer geht, dann sagen die Verbrecher, das seien eigentlich nützliche Idioten. Was aber, wenn John McClane selbst so ein nützlicher Idiot ist, der zum einen uns deutlich machen will, als einfacher Arbeiter kann man es schaffen und kann für das Gute in der Welt sorgen. Aber zum anderen ist er der nützliche Idiot, der am Ende dieses System, das den Arbeiter eben nicht respektiert, stützt. Und Lenin taucht nun jetzt auch im
fünften Teil noch einmal auf. Nämlich alles explodiert, alles wird zerstört, nur eines nicht. Wir sehen es in einer ganz kurzen Einstellung, eine Statue von Lenin. Sie bleibt unbeschadet. Und vielleicht hat der amerikanische Kapitalismus tatsächlich von Lenin gelernt. Kapitalismus, das ist gleich Weltmacht plus Elektrifizierung. Stirb langsam ist sonst aber nur ein billiges Spektakel, das sehr teuer produziert ist, und es sind Bilder, die man schon 100-mal so gesehen hat. Die Stirb langsam-Reihe hat eigentlich ausgezeichnet, dass sie uns das zeigt, was wir sonst im Kino nicht sehen, nämlich da, wo sich John McClane dann die meiste Zeit des Films herumtreibt. Aufzugsschächte, Lagerhallen, Heizungskeller. Und hier im fünften Teil bekommen wir nur Bilder, die wir ohnehin schon kennen. Mit anderen Worten, wir schauen nur, aber wir sehen nicht.